Für mich ist das Leben einfach bunt, vielseitig. Ich liebe das. Das heißt, dass ich wirklich alles reinlasse, was so kommt, und dann damit umgehe. Ich habe MS damals mit 14 und die Diagnose mit 15 bekommen, also super früh. Und bei mir ist es ein sehr extremer Verlauf. Damals gab es noch gar nicht so viele Medikamente und die, die es gab, haben bei mir nicht richtig funktioniert. Also ich war dann zunächst mit denen unterwegs und dann auch ziemlich lange ohne Medikamente. Aber bei mir kracht leider der körperliche Zustand extrem zusammen. Bisher immer, wenn ich es mal probiert habe, nicht mit Medikamenten unterwegs zu sein. Meine Schule und auch Parts aus dem Abi musste ich teilweise aus dem Krankenhaus machen, weil ich so oft ausgefallen bin, dass ich quasi den Stoff selbst nachholen musste und währenddessen auch alle möglichen körperlichen Fähigkeiten erstmal wieder erlernen musste. Laufen, schreiben, reden und so weiter. Mittlerweile bin ich da aber super eingestellt auf ein Medikament, was eben mittlerweile verfügbar ist. Ich finde, das Leben ist so facettenreich, halt wie so eine riesen Farbpalette. Und dadurch ist irgendwie auch alles möglich, finde ich. Alle haben auf der Welt einen Platz und deswegen sollte auch jede Person so sein können, wie sie eben möchte, ohne dass jemand anderes da reingrätscht. Also wenn, dann kann man natürlich in Dialog kommen, aber jeder sollte so frei sein können, für sich das zu entscheiden, was die Person eben möchte. Ob das Einstellungen zum persönlichen Lebensentwurf sind, zum Leben generell oder na klar auch hier konkret auf die MS bezogen. Wenn jemand zum Beispiel zuerst kein Medikament nehmen wollte und dann doch oder umgekehrt, dann ist es ja jederzeit änderbar und sollte niemals verurteilt werden. Und wenn die Ernährungsweise für dich super ist, muss sie für mich nicht toll sein. Denn auch die MS ist bunt und es gibt keinen Fahrplan, der allgemein für jeden Menschen da draußen richtig ist. Manche haben kaum Symptome, andere immer und ganz extrem, manche mal so, einige hatten auch einmal einen Schub und haben dann nie wieder was davon gemerkt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Menschen da draußen, die vielleicht gar nicht so viel von der Krankheit wissen, aber immer noch an irgendwelchen Vorurteilen kleben. Also das ist keine Krankheit, wo es diesen einen Weg und Verlauf gibt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir alle, wir Menschen, immer flexibel im Kopf bleiben. Alles kann sich immer jederzeit ändern. Also äußere Faktoren, eigene persönliche Faktoren im Leben. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert und dann in dem eigenen Stil mitschwingt, bleibt man einfach immer Dirigentin des eigenen Lebens. Stay happy, be lucky, das ist ja so mein Lebensmotto und natürlich auch auf die MS bezogen trifft es perfekt. Für mich ist die einzige Konstante irgendwie echt der Wandel und generell habe ich Frieden damit geschlossen, äußere Faktoren im Allgemeinen nicht direkt steuern zu können, weil ich verstanden habe, dass mein Leben quasi ein Tanz mit all diesen Ebenen ist. So ist das Leben irgendwie kein, aber doch auch ein Wunschkonzert und frei und offen und bunt sein, das ist einfach mein Ding. Ich nutze alles als eine Chance und bin einfach gespannt auf das gesamte Leben und wünsche mir, dass jeder einen Weg zum persönlichen Glück findet.